In Deutschland gibt es über 34.000 Lebensmittelgeschäfte. Von riesigen Einkaufshallen bis zum kleinen Tante-Emma-Laden um die Ecke, Supermärkte und Discounter gibt es quasi überall. Aber ist es möglich, als sogenannter Testkäufer Dinge im Supermarkt kostenlos zu bekommen oder sich dafür sogar bezahlen zu lassen? Man kann schon easy Geld damit machen. Man sollte halt einfach nur aufpassen, was man für Daten angibt. Die werden auch mal abgegriffen und weitergereicht oder sogar verkauft. Wie einfach lässt sich als Tester wirklich Geld verdienen? Und was sind die Probleme an dem Ganzen? Das alles werde ich heute ausprobieren. Seid gespannt, ganz viel Spaß. Vom Supermarkt bis zum Discounter, in jeder Stadt und in fast jedem Dorf gibt es mittlerweile mindestens einen Lebensmittelladen. Aber das wisst ihr ja natürlich alles schon. Die Frage ist daher vielmehr, wie man genau Dinge des täglichen Bedarfs, wie zum Beispiel Lebensmittel oder Haushaltsgegenstände, direkt vor Ort kostenlos bekommen kann oder sich im besten Fall sogar dafür bezahlen lassen kann. Da ich darauf natürlich jetzt auch nicht so eine richtige Antwort habe, heißt das erstmal für mich Recherche. 12 seconds later. Und es ist tatsächlich recht einfach, so eine Webseite zu finden. Ich habe jetzt nämlich kurz gegoogelt und ihr seht schon, da gibt es super viele Webseiten, die genau sowas anbieten. Die allermeisten Plattformen bieten an, einzelne Produkte direkt vor Ort im Supermarkt zu kaufen, diese dann kurz zu testen bzw. eine kurze Bewertung abzugeben und dafür dann den Einkaufspreis vom Produkt wiederzubekommen. Der Artikel ist dann damit also quasi geschenkt. Die zweite Methode, und das ist auch die lukrativere, ist die Methode, bei der man als Supermarkttester den gesamten Markt bzw. Discounter einmal rundum checkt. Das ist natürlich dann viel zeitintensiver und beinhaltet mehrere Steps. Dafür ist natürlich die Vergütung auch wesentlich höher. Da ich jetzt leider auch nicht weiß, welche Methode davon die allerbeste ist, werde ich in diesem Video einfach beide Methoden testen. So, also ich muss ehrlich sein, ich wollte euch jetzt eigentlich eine super aufwendige Transition zeigen, wie ich stundenlang am Handy hocke und irgendwelche Webseiten raussuche. Aber um ehrlich zu sein, habe ich jetzt gerade 20 Minuten am Handy gehockt und mein E-Mail-Postfach ist komplett voll. Was, Bruder? Ich habe jetzt schon super viele Bestätigungslinks bekommen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so schnell läuft. Also wirklich, die Registrierung geht bei fast jeder Webseite innerhalb von 1 bis 2 Minuten. Dabei ist mir natürlich jetzt auch schon so ein bisschen der erste Haken aufgefallen. Und zwar, es gibt keine Aufträge wie Sand am Meer. Also ich habe jetzt bei bestimmt 15 bis 20 verschiedenen Webseiten meine Daten eingetragen, habe mich registriert, habe meine E-Mail bestätigt. Und wenn ich auf die Webseiten gehe, fällt mir halt leider auf, dass es sehr, sehr wenig Aufträge gibt. Zumindest in meiner Region. Das bedeutet natürlich, dass sehr viele Webseiten aktiv damit werben, dass man ja durch Produkttests, durch Supermarkttests eine Menge Geld machen kann. Aber bei der Anzahl der Aufträge wird leider ein bisschen geschwiegen. Aber jammern bringt ja bekanntlich nichts. Also ich habe jetzt noch ein bisschen weiter gesucht und ich bin doch tatsächlich noch fündig geworden. Die genauen Namen der Seiten kann ich euch leider hier nicht nennen. Ich musste beim Registrieren in den AGBs einer Schweigepflicht zustimmen. Und ja, ich habe mir die AGBs durchgelesen, zumindest teils. Und gerade beim Testen von Supermärkten, wo man echt doch viel machen muss, finde ich das doch gar nicht mal so eine schlechte Sache. Und wenn vielleicht gerade in eurem Kopf vorgeht, wie genau man das jetzt auch nachmachen könnte, gebt einfach mal in eurem Browser Supermarkt-Tester ein und glaubt mir, ihr werdet dann eine Menge Webseiten finden. Und vielleicht gibt es ja auch die ein oder andere, die sehr ähnlich zu der ist, die ich gerade nutze. Und natürlich muss ich dazu auch sagen, kann man nicht nur Supermärkte testen. Also es gibt verschiedene Möbelhäuser, die auch quasi getestet werden können. Genauso wie Drogerien und sogar teilweise auch Autowerkstätten. Also es gibt da doch recht viele Sachen, wenn einem vielleicht nach dem 20. Supermarkt die ganze Sache ein bisschen zu langweilig ist. Das Prinzip ist dabei eigentlich super einfach. Also ihr meldet euch direkt bei den Webseiten an. Und wenn ihr einen Auftrag angenommen habt, bekommt ihr quasi so ein Briefing, also einen Fragebogen bzw. einen Infobogen. In diesem Briefing stehen dann zum Beispiel drin, in welcher Abteilung ihr welche Sachen kaufen müsst. Also zum Beispiel im Supermarkt müsst ihr dann einen Artikel in der Wurst- oder Käsetheke kaufen, beziehungsweise ein Produkt in der Obst- und Gemüseabteilung und zum Beispiel dann noch ein Sonderangebot, also ein Produkt, was eben im Angebot ist. Wenn ihr das dann bezahlt habt, behaltet ihr den Kassenzettel und dafür kriegt ihr dann quasi noch eine Vergütung. Das ist natürlich dann mega abhängig vom Laden, ob es eben Supermarkt, eine Drogerie oder halt vielleicht doch ein Möbelhaus ist. So, Stand jetzt habe ich mich gestern schon für 2 Aufträge für Supermärkte in meiner Nähe beworben. Leider wurde nur ein Auftrag angenommen, der andere ist noch ein bisschen in der Schwebe. Ich werde aber mal gucken, vielleicht hat der Supermarkt noch offen, dann kann ich nämlich den Test vielleicht sogar heute noch machen. Dazu habe ich noch 2 Produkttests, wo ich einfach nur in den Laden gehen muss, das Produkt kaufen und zur Kasse bezahlen
und das war's schon. Ich muss das Produkt nicht mal wirklich testen. Daher würde ich sagen, fahre ich direkt in den Laden und schau mal, was ich da alles so kriegen kann. Okay, also ich bin jetzt beim Supermarkt angekommen und mir fällt leider gerade auf, ich kann ja gar nicht mit der Kamera in den Laden reinrennen. Das wäre ja super hart auffällig. Ich muss darauf achten, wie viele Einkaufswegen vorm Laden stehen. Ich muss die Pfandautomaten checken. Ich muss gucken, wie generell der Laden ist, also wie sauber der ist. Ich hätte das irgendwie nicht so richtig gedacht. Es ist schon irgendwie so ein komisches Gefühl, weil normalerweise geht man einkaufen und all diese Sachen gehen einem halt quasi irgendwie am Arsch vorbei. Ich werde mal gucken, ob ich das alles auch irgendwie in den Kopf kriege und da nicht irgendwelche Sachen vergesse. Okay, also ich habe jetzt alles besorgt. Ich hätte fast den Kassenbon vergessen, weil sie mir den irgendwie nicht gegeben hat und ich extra nachfragen musste. Aber ich denke, das sollte trotzdem passen. Im DM eine Sache gekauft, ich muss jetzt beides einzeln dann zur Kasse bringen, weil ich ja auf einem Kassenzettel nur eine Sache drauf haben darf. Super unangenehm. Also ich bin wieder da und habe die Ausbeute dabei. Fangen wir an mit dem kostenlosen Produkttest. Leider gab es nicht super viel Auswahl, was ich hätte nehmen können. Ich hätte natürlich sonst Produkte genommen, die vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, nützlicher gewesen wären. Wir haben zum einen hier so eine Gemüsebouillon von Maggi. Ob ich die wirklich nutzen werde, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Den Kassenbon habe ich natürlich auch aufgehoben. Sehr wichtig, sonst kriege ich das Produkt ja nicht erstattet. Dann musste ich noch in die Drogerie und habe dieses Share Duschgel gekauft. Das ist jetzt auch nichts unbedingt, was ich wirklich benutzen würde, aber es war ein Produkttest. Ich habe es gekauft, ich habe den Kassenzettel und wir werden nachher sehen, ob ich dafür auch wirklich das Geld wieder zurückbekomme. Und als letztes noch die drei Sachen aus dem Supermarkt. Ich war einmal bei der Fleisch- und Wursttheke und habe mir ein Stück Fleisch geholt. Dann haben wir hier noch einen reduzierten Artikel, den ich besorgen musste. Jetzt habe ich einfach mal so einen Pudding genommen. Es stand auch nicht dabei, was genau ich nehmen kann. Deswegen habe ich jetzt einfach irgendwas genommen. Und natürlich noch was aus der Obst- und Gemüseabteilung. Ich denke mal, mit Bananen macht man irgendwie nie was falsch. So viel also erstmal zur Ausbeute. Aber damit ist ja die Arbeit noch nicht gemacht. Jetzt muss ich nämlich von allen Produkten die Kassenzettel abfotografieren. Muss die auf die Webseite hochladen. Bei den zwei Produkttests sollte das eigentlich kein Problem sein. Da muss ich auch vielleicht nur 3-4 Fragen ausfüllen. Das ist natürlich jetzt alles schon mal schön und gut. Aber ein wichtiger Punkt, der noch nicht geklärt ist, steht leider noch offen. Und zwar der Punkto Sicherheit der Daten. Denn klar ging das jetzt alles super schnell, mich zu registrieren. Doch bei jeder Registrierung musste ich in irgendeiner Weise meine Daten angeben. Man kann es vielleicht so ein bisschen vergleichen wie mit Umfrageportalen, wo die auch alles Mögliche über einen wissen wollen. Und das war hier auch sehr ähnlich. Denn ich musste eigentlich quasi bei jeder Seite mein Geburtsdatum, meinen Wohnort. Bei manchen Seiten haben die das nicht gefragt, bei manchen Seiten haben die noch mehr Sachen wissen wollen. Und natürlich macht man sich dafür auch im Netz angreifbar. Was ich nämlich bei ausnahmslos jeder Webseite angeben musste, war natürlich meine E-Mail-Adresse, offensichtlich. Aber auch meine Handynummer. Und damit ihr die Gefahren von dem Ganzen auch ein bisschen realisiert, ich habe einen Freund gefragt, der schon eine ganze Weile Produkttests macht. Und das ist, was er dazu sagt. Prinzipiell kannst du bei Produkttests halt einfach nichts falsch machen. Man kann schon easy Geld damit machen. Man sollte halt einfach nur aufpassen, was man für Daten angibt. Die werden auch mal abgegriffen und weitergereicht oder sogar verkauft. Ist mir auch schon mal passiert. Ich habe meine Nummer mal bei einer Seite angegeben und wurde 2 Tage lang direkt nach der Registrierung von komischen Nummern aus der ganzen Welt angerufen. Wirklich 10, 20, 30 Anrufe am Tag aus Australien, Nordafrika, Europa. Und ich habe mich in dem Zeitraum davon nirgendwo sonst registriert. Die haben meine Daten halt irgendwo weitergereicht und abgefangen. Das ist dann schon so ein bisschen ein komisches Gefühl. Kommen wir jetzt aber zum Fazit des Ganzen. Ich würde sagen, in meinem Fall hat sich das eher nicht gelohnt. Zwar habe ich jetzt für den Supermarkttest insgesamt 26 Euro bekommen, für die Produkte an sich habe ich aber 11 Euro bezahlt. Jetzt kommt aber das ganz, ganz große Aber. Der Vorbereitungsaufwand gerade beim Ladentest ist super immens. Ihr bekommt nämlich, nachdem ihr den Auftrag angenommen habt, zumindest war das jetzt bei meinem Auftrag so, ein super langes Briefing. Und mit super lang meine ich echt lang. Ich habe ein 12 Seiten langes PDF-Dokument in Schriftgröße 8 bekommen. Da stand drin, worauf ich achten muss. Und es sind super viele Sachen, auf die ich achten musste. Damit war das Ganze natürlich auch noch nicht getan. Ich musste mir natürlich auch Notizen machen, was ist nämlich wichtig. Weil aus diesen 12 Seiten kann man sich einfach nicht alles rausmerken. Plus minus war ich also allein mit dem Ladentest circa 2 Stunden dran. Also im Laden selber war ich eine Dreiviertelstunde. Plus dann noch eine gute Stunde fürs Briefing lesen, Notizen machen und natürlich dann den Fragebogen am Ende ausfüllen. Und dann ist natürlich der Stundenlohn nicht mehr ganz so hoch und das macht auch ehrlich gesagt nicht so wirklich Spaß. Aber das war's wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare.
Abonniert auch gerne den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und um mehr solcher Videos zu sehen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Peace.